Also ich wünsche den Mitgliedern natürlich vor allen Dingen weiter wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland. Ich wünsche vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftspolitik des Ministers, des Wirtschaftsministers und der Großen Koalition ganz viel Durchhaltevermögen. Und ich wünsche dem Verband natürlich, dass er weiterhin erfolgreich Politik machen kann. Lobbying im positiven Sinne, nämlich die Politik so berät, dass es in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich weitergeht.